So, ich will nach Palana. Also, rufen wir mal unser treues Begleittier hierher. Wo ist er denn? Der Große. Da kommt er. Zack. Und das müsste irgendwo hier oben in den Bergen sein. Den Gork da unten werde ich nicht nochmal versuchen. Stattdessen fliegen wir hier so ein bisschen nach oben. Ach, schau mal, da unten ist schon ein bisschen Dorf. Und hier ist so ein Aussichtspunkt. Ich glaube, davon hat man teilweise auch schon Screenshots gesehen. Ah, hier ist eine Sekunde. Hier ist ein Tor, ein Daoka. Ach, aber warte mal, das wird wahrscheinlich das sein, was nicht funktioniert, weil man es erst durch die Basis aktivieren muss. Ja. Nicht gerade erfreut. Okay. War auch wieder sehr hübsch gebaut. Ja, ich soll denen helfen, na klar. Quatsch mal mit ihm. Vielleicht ist er sogar der Häuptling. Hallo, ich bin Cutter Slade. Willkommen, starker und selbstbewusster Pilger. Ich bin Kor, der Schamas von Palana und Hüter des Kardarosch-Arms. Wo finde ich den Kardarosch-Arm? Wie die Luft, die es repräsentiert, war das Kardarosch-Arm stets unsichtbar. Doch durch die Invasion ist das Darosch-Arm nun leider verschwunden. Und woran erkennt man den Unterschied? Sieh dort hinunter zum Fuß der Klippe. Dort sind die armen Hazardesse, geplagt von ihrem tragischen Schicksal. Als stolze Talaner wollten sie umkehren, ohne den Unterschied zwischen dem Ewigen und dem Nicht-Existenten zu kennen. Bis das Kardarosch-Arm erneuert ist und ich wieder sein Hüter sein kann, muss ich verhindern, dass weitere Talaner von der Klippe springen. Was ist das hier für ein Ort? Was bist du für ein Pilger, dass du nichts über Palana weißt? Wohl einer von der speziellen Sorte. Doch wusstest du, dass dieses Dorf auf den Wurzeln der Phantasma-Rebe steht? Darum übergeben die Talaner hier ihr Phantasma an die Jots. Die Frage ist, wohin gehe ich jetzt? Wenn du nach deinem Weg suchst, solltest du mit Herax reden, Palanas Zeremonienmeister. Aber sei gewarnt. Er ist nicht so charmant wie ich. Hier oben weht ein ganz schönes Windchen. Das stimmt nicht mit Herax. Armer Herax. Selbst ein Schamas kann seine inneren Wunden nicht heilen. Ist es in seinem Kopf? Wenn das bedeutet, dass sein Geist zerbricht, dann ja. Was ist mit ihm passiert? Als Zeremonienmeister war es für Herax ein schwerer Schlag, den Talanern und Hazardessen nicht helfen zu können. Er wird mit jedem Mond betrübter. Und ich glaube, er fühlt sich für einige der jüngsten Vorfälle verantwortlich. Vorfälle? Was für Vorfälle? Die Sache ist die. Einst war Herax ein strahlendes Licht der Weisheit, das Pilger aus ganz Adelpha aufsuchten. Ich bin nur hier, um zu helfen. Hast du was für mich? Ich könnte dir die Geschichte eines armen Pflückers aus Emea erzählen, der unsterblich in die Witwe eines Dolotalwächters verliebt war. Er hieß Tujul. Obwohl Tujul noch jung war, schwor er umzukehren, falls die Witwe ihn noch einmal ablehnen sollte. Ob der Kardarosch-Arm geöffnet war oder nicht, war ihm egal. Ich bin neugierig. Wie ging es mit Tujul weiter? Herax erzählte dem armen Pflücker, um seinen Schwarm zu verführen, müsse er ihr Eisblumen vom höchsten Gipfel bringen. Tujul brach auf, vollkommen unvorbereitet, und kehrte nicht zurück. Jetzt flüstert man, dass Tujuls auf dem Berg gefangene Hazardess im Zaun für den schrecklichen Eissturm sorgt, der so viele von uns umkehren ließ. Ich sammle Schriftrollen für diesen irren Bibliothekar Kurek. Er baut die Dano-Bibliothek in Pokriana wieder auf. Hast du deine eventuell dort ausgeliehen? Ah, richtig, Kurek. Nicht gerade der aufgeschlossenste. Ja, ich habe sie aus der Bibliothek entliehen. Geheimes Verlangen des K. Prima.
Darf ich sie ihm zurückgeben? Nun, die Mahngebühren müssen astronomisch sein. Kannst du mir die Phantasmas erklären? Selbstverständlich. Ach, guck mal, da war auch was wieder nicht besetzt. In einem bestimmten Alter offenbart sich das Phantasma von Talanern während ihrer Wandlungszeremonie. Es gibt 4 Arten von Phantasma. Fae für Feuer, Eloe für Wasser, Ganda für Erde und Ka für Luft. Jedes Phantasma verleiht uns Talanern besondere Fähigkeiten und hat gewaltigen Einfluss auf unsere Persönlichkeit. Kannst du meine Wunden versorgen? Ein Schamas darf die Heilung nicht verweigern. So wollen es die Jots. Ich bin immer traurig, wenn du gehst. Hallo, ich gehe zum ersten Mal. Hey, Kumpel. Kehr um, Pilger. Okay, du bist wer ist er denn? An diesen Jord-verlassenen Ort gekommen. Mit den falschen Zehen aufgestanden, was? Ich will bloß reden. Aber sicher möchtest du mit mir reden. Ich bin Herax, der Zeremonienmeister. Früher kamen die Pilger in Scharen, um meine Predigten zu hören. Jetzt ist Palana nur noch ein Schatten seines früheren Glanzes. Wenigstens gibt's hier keine Invasoren. Doch so viele Hazardesse! Und keiner kann zu den Jords! So trocknet die Phantasma-Rebe aus. Die Invasoren kehren viele von uns um, um uns ihre Herrschaft aufzuzwingen. Und doch liegt trotz der grausamen Zeiten, in denen es jeden Mond Umkehrungszeremonien braucht, mein letztes Ritual tausende von Monden zurück. Ich bin nutzlos. Dann geh an die Arbeit. Du wirkst fit genug, um was mit deinem Leben anzufangen. Junge, du hast weniger Hirn als eine Schüssel Risi mit Sortgeschmack. Siehst du nicht, dass die Daroshams geschlossen sind? Legionen geplagter Hazardesse sind zwischen den Welten gefangen. Ich kann sie nirgendwo hinführen. Ich kann die Phantasma-Rebe nicht retten. Ich bin ein Versager vor unseren Jords. Och Gott, der Arme. Bis später. Nee, ich wollte nicht bis später sagen. Hallo? Manchmal drückt es ein bisschen daneben. Hier. Können wir über Tuyol reden? Tuyol? Er war allzu romantisch. Ich wollte ihm bloß helfen. Armer Tuyol. Zeig mir, wo er ist, dann werde ich es versuchen. Ich sehe hier keine Scharen. Wo sind die Pilger? Sie warten wohl darauf, dass jemand unser Daoka in Ordnung bringt. Oder funktioniert das schon wieder? Nicht mein Problem. Eine Pilgerfahrt sollte eine lange Reise zu Fuß sein. Warum kommen die Pilger her? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie du. Antworten! Früher hatte ich sie alle. Doch das waren bessere Monde. Ich bin nicht mehr so beseelt wie früher. Früher warst du angeblich beseelter, Herax. Was ist passiert? Nur wer sein Leben lang über ganz Adelpha pilgert und dabei Geschichten und Weisheiten von überall aufnimmt, kann Zeremonienmeister werden. Indem ich sie mit anderen teile, bereichere ich meine 4 Phantasmas. 4 Phantasmas? Ich dachte, jeder Talaner hat nur ein einziges. Ja, so lautet das Gesetz der Jords. Doch einmal in jedem Lebenszyklus wird ein Talaner geboren, der alle 4 hat. Und er wird von der Al-Mayel zum nächsten Zeremonienmeister ausgebildet. Als Fürsorger trägt man eine hohe Verantwortung und ist ein Quell der Weisheit für andere Talaner. Vieles davon habe ich nach der Invasion verloren. Es gibt viele Wege, neue Inspiration zu finden. Kannst du denn nicht eine Schriftrolle lesen oder so? Inspiration erhält man, indem man die letzten Worte eines Talaners hört, der sich zur Umkehrung entschlossen hat oder den Sinn des Lebens eines Hazardess versteht. Doch unsere Dörfer sind abgeschnitten und die Daroshams sind geschlossen. Mein Versagen wiegt zu schwer. Während die anderen Talaner die Hüter der Daroshams sind, wachst du also über die Phantasma-Rebe. Ich bin eher eine Art Fürsorger,
und kein besonders guter. Die Wurzeln erstrecken sich unter deinen Füßen, dank der hingebungsvollen Pflege des Zeremonienmeisters. Das bin ich. Reicht die Rebe weiter, als ein Talaner messen kann. So war es in früheren Monden. Doch deinem langen Gesicht nachzuschließen, erfüllt dich die Arbeit als Gärtner nicht mehr. Ohne umgekehrte Phandasmas leidet die Rebe. Sie ist bis zu ihrem Kern geschrumpft und ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, ihn zu heilen. Vermutlich das kann nicht. Doch jeder Rebe mal passieren. Mit Gewissheit nicht. Die Phandasma-Rebe braucht einen Fürsorger. Jemanden, der ihre immense Kraft zurückholen kann. Könnte diese Kraft als Waffe gegen die Invasoren eingesetzt werden? Es würde gehen, wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt ist und genug Phandasmas durch die vier Daroshams umgekehrt werden, könnte die Rebe unsere stärkste Waffe gegen die Invasoren sein. Allerdings? Die Daroshams funktionieren nicht. Noch ein Desaster, das wir den Invasoren zu verdanken haben. Wie reparieren wir sie? Sprich mit den Darosham-Hütern. Sie sollten dir Anweisungen geben können. Was ist ein Darosham? Wo warst du die letzten 1000 Zyklen über? Die Daroshams sind Übergänge in das Reich der Yords. Dort übergibst du dein geborgtes Phandasma an den großen Kreislauf des Lebens. In Palana gibt es 4 Daroshams, eines für jede Essenz. Als Zeremonienmeister führe ich die Zeremonie der Umkehrung aus, durch die Talana Teil der Phandasma-Rebe werden und ihre heiligen Wurzeln nähren. Was zeichnet Palana aus? Die Schande und Wehmut einer einst heiligen Stätte, die auf den Wurzeln der Phandasma-Rebe errichtet wurde. Die Rebe ist fort und all meine Tränen konnten sie nicht wieder wachsen lassen. Jetzt nochmal, nur ohne das Melodrama. Gelangt ein Talaner ans Ende seines Lebens, unternimmt er eine Pilgerfahrt nach Palana und betritt eines der 4 Daroshams, die die 4 Phandasmas repräsentieren. Dort wird er umgekehrt und kehrt zu den Yords zurück. Doch das war damals. Jetzt gibt es die Daroshams nicht mehr. Unsere Welt ist in Chaos versunken. Wann ist die nächste Zeremonie der Umkehrung geplant? Bis die Daroshams wieder geöffnet sind, kehrt niemand um. Wie konnte es so weit kommen? Durch all die Klagen der Hazardesse in meinem Kopf kann ich weder schlafen noch denken. Wer bist du nochmal? Herax! Palana! Dieser Mond! Es fühlt sich mal wieder ganz schön. Wir lernen erstmal den Ort ein bisschen kennen und die Aufgaben. Ja, da kommen die Missionen schon zusammen. Shamas Chor, schön dich zu sehen. Und wie schön genau? Sag's mir. So, normal, schön. Katha, so aufreizend. Entschuldige, wie dumm von mir. Gedanklich bin ich noch bei der Schriftrolle, die ich schon 10-mal gelesen habe. Warum setzt du das Darosham nicht wieder instand? Um das zu tun, müsste ich den K-Kodex aus dem K-Tempel holen, was ich nicht kann. Und selbst ich aber, habe ich nur schon. Wäre das nicht genug? Kein Stress, darum habe ich mich schon gekümmert. Dir geht also noch mehr auf den Sack. Schieß los. Was für eine seltsame Wortwahl. Ich meine den Rauch, der aus der Invasorenfabrik dringt. Er ist so dicht, dass er das K-Phandasma erstickt. Manchmal verdeckt er sogar komplett die Monde. Das Ungleichgewicht beeinträchtigt nicht nur das Darosham. Meine Heilkräfte nehmen ebenfalls ab. Alle Schamas sind besorgt. Wäre die Fabrik nicht so schwer bewacht, würde ich sie selbst stilllegen. Für so etwas sind Gewerkschaften gut. Der Rauch vernebelt dir wohl den Verstand, Pilger. Du sprichst in bedeutungslosen Sätzen, die mich verwirren und, wenn ich es denn sagen darf, etwas reizen. Zeig mir die Fabrik, dann bringe ich's hinter mich. Was ist ein Kodex? Einmal pro Zyklus wird der heilige Kodex zurück in den Tempel des Ka gebracht.
damit die Jots seine Energie erneuern können. Diese Energie treibt das Kardarosham für einen ganzen Zyklus an. Guck mal, so schließt sich der Kreis. Vom Tempel zurückgekehrt. Nach der Schließung der Daroshams ordnete unser Häuptling Rumba an, dass jeder Kodex in seinem rechtmäßigen Tempel in den Schutz der allmächtigen Jots zurückkehrt. Seitdem wurden sie nicht mehr in Palana gesehen. Sehr geil. Ja, aber nochmal was dazu? Hier ist ein Kodex. Pass auf, da drin weht ein starker Wind. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Seine Energie durchströmt mein Phantasma. Danke, Pilger. Das hilft mir bei der Wiederherstellung des Kardarushams. Die Fabrik. Wie unterscheidet sie sich von den anderen Invasorenbasen? Sie stößt furchtbar viel Rauch aus, der nicht nur den Boden, sondern auch die Luft vergiftet. Zeit, mit dem Rauchen aufzuhören. Wie stehst du zu Rumba? Willst du wissen, ob Rumba und ich Partner sind? Jotz, nein. Rumba ist ein feiner Talan, aber nicht mein Typ. Hast du hier irgendwelche Invasoren gesehen? Nein, aber das muss ich auch nicht. Ich spüre ihre giftige Präsenz bei jedem Atemzug. Und ich atme viel. Fühlst du es nicht auch? Ich bringe Schmerzen. Ich fühle sie nicht. Meine Güte. Du quälst gerne andere, was? Nein, so meinte ich das nicht. Ich hör schon auf, Alter. Bis später, Chor. Ich freue mich darauf. Chor der Dahameister. Um mal hier ein bisschen Star Trek in die Sache reinzubringen. Okay, aber dann haben wir eine Sache für das Örtchen hier schon gemacht. Das ist schon mal super. Und die Basis ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt weit weg. So viel Nebel, wie hier in der Luft liegt. Aber holen wir uns trotzdem erstmal alle Aufgaben ab. Also, das ist bestimmt der... Naja, Rumba. Ich bin Rumba, Häuptling von Palana. Rumba, 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 Tätere. Hast du gerade gesagt, du heißt Rumba? Sohn von Tequila Bar, ja. Ihr seid die Besten. Ah, geil. Sehr gut. Hier ist kaum was los. Was machst du den ganzen Tag? Die Daroshams sind geschlossen, doch einige Pilger wie du treffen immer noch ein. Ich höre ihnen zu und notiere mir die Hazardesse, denen sie auf ihren langen Reisen begegnen. Hazardesse sind wie Geister, richtig? Gibt es viele von ihnen da draußen? Leider ja. Ich mache die Hazardesse ausfindig und schicke dann jemanden, der sie zurück nach Palana bringt, in der Hoffnung, dass unsere Daroshams irgendwann wieder öffnen. Bist du selbst geplagten Hazardessen begegnet? Wie kann ich den Hazardessen helfen, denen ich begegne? Verirrt sich ein Hazardess, genügt etwas Hazardav, um es zu einem Darosham oder Phantasma-Schrein zu geleiten. Manche stecken jedoch an einem Ort fest und ihr Lebensziel zu erfüllen ist schwieriger. Es verhält sich immer anders. Du musst es also selbst herausfinden. Hazardav? Klingt wichtig. Was ist das? Ein heiliger Weihrauch, der zwischen den Welten brennt. Damit kann man verirrte Hazardesse zu einem Darosham oder Phantasma-Schrein führen. Unser Zeremonienmeister Herax kann es herstellen. Sprich also mit ihm, falls du welches brauchst. Was kannst du mir über die Phantasma-Rebe sagen? Darüber weiß Herax mehr. Er ist der gewählte Hüter der Rebe und der einzige mir bekannte Talaner mit einer Verbindung zu allen vier Phantasmas. Glaubst du, dein Dorf ist in der Lage, sich gegen die Invasoren zu erheben? Wie einst die Dolotai-Wächter? Nein. Ihre Hazardesse sind über den Planeten verstreut und warten auf eine Umkehrung, die vielleicht niemals kommt. Das ist nicht so toll, oder? Ein beschämendes Ende für einen Talaner. Ich wünsche es nicht einmal meinen schlimmsten Feinden. Ich hoffe, wir werden nicht alle so enden. Getrennt von dieser Welt, unfähig, unser Phantasma den Jots zurückzugeben. Talaner fürchten die Umkehrung nicht. Doch hier geht es um ewige Verdammnis. Was ist das hier für ein Ort? Palana ist das alte Wort für Pilger. Das Dorf steht auf den Wurzeln der Phantasma-Rebe, was es zu einem heiligen Ort für Talaner am Ende ihres Lebens macht. Phantasma-Rebe. Ich sehe hier nirgendwo Weingüter. Ihr mögt wohl keinen Wein.
Die meisten Pilger in Palana sind vom Weg abgekommen. Manche haben den Verstand verloren. Du scheinst zu Letzteren zu gehören. Du solltest deinen Kopf untersuchen lassen. Oder mit Herax sprechen. Vielleicht kann er ja verstehen, was auch immer du sagst. Das kannst du mir über Herax sagen. Was auch immer unser Zeremonienmeister und weises Sprachrohr dir rät, solltest du mit Vorsicht genießen. Der alte Herax ist nicht mehr so einsichtsreich wie früher. You must be busy. Next time then. Ups. Da ist mir doch noch ein bisschen Englisch im Hals stecken geblieben. Schnell kurz mit ihm nochmal reden. Du bist es. Hazardath. Klingt vertraut. Eins von den Blauen habe ich ja auch das? In... Das ist ein Weihrauch, den nur Hazardesse riechen können. Beim Fühler gesehen. So bringst du sie dazu, dir zu folgen. Ein Köder für Geister also. Okay. Kann ich was davon haben? Seit das Daoka ruht, stelle ich keines mehr her. Wozu Hazardesse nach Palana locken, wenn die Daroshams geschlossen sind? Kannst du jetzt welches herstellen? Du bist hartnäckig, hm? Für Hazardath brauche ich Mileorats. Das sind heilige Blumen, die nur in Kisar wachsen. Wenn von du denen sie mir ich eine Menge. Und dann noch Slinktok-Saft besorgst, könnte es klappen. Tschüssi. Tschüssi dich selbst. Ja, Stinktok-Saft muss ich nochmal besorgen. Das hatte nicht so funktioniert. Hier. Kopf, nee. Wie du. Bis später. Aber sag mal, von diesen Pflanzen habe ich doch ewig viele eingesammelt. Wieso kann ich die jetzt nicht abgeben? Okay, das ist ein bisschen weird. Warum geht das nicht? Komisch. Na gut, schauen wir erstmal, was wir machen können. Also, das Linktortsaft einsammeln, das geht ja relativ schnell an der in dem Meer. Aber von denen habe ich doch echt viele gesammelt. Wieso? Aber das könnte ich am schnellsten wahrscheinlich machen. Ah, nee, warte mal. Als erstes muss ich das das Gate wieder aktivieren. Weil sonst komme ich ja hier immer nicht wieder zurück. So, das heißt aber auch, hier muss noch irgendwo eine Basis, der Ogerkernbasis sein. Dann holen wir uns vielleicht als erstes mal das zurück. Sie kommen. Shot, one kill. So, dann haben wir den Kern. Das Eloy Hazardess haben wir auch. Sprich mit mir. Ich bin gerade damit beschäftigt, neue Symbole aus dem Eloy-Tempel zu entschlüsseln. Sie sind faszinierend. Wo wir von den Tempeln reden. Die Talana haben sie nicht gebaut, oder? Die Altehrwürdigen müssen die vier Tempel mittels spezieller Techniken errichtet haben. Wir wissen nichts von ihrer Technologie. Wie oft werden sie genutzt? Es gibt keine Kodex-Zeremonien mehr. Sie waren die einzige Aktivität in den Tempeln, seit Palana erbaut wurde. Das Bergdorf versammelt die vier Phantasmas an einem Ort. Und doch fehlten die Jots einen Tempel, um mich zurückzubringen. Ich frage mich, warum.
Die Wege der Jörz sind unergründlich, Ulukai. Ich muss los. In Ordnung. Da ich nach dem Kodex suche, werde ich mir diesen Ort genauer ansehen. Adelpha braucht unbedingt seine Daro-Charms. Viel Glück. Leas Ende. Ich bin mal gespannt, ob das noch aufgelöst wird. Beziehungsweise wie es aufgelöst wird. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. Sag mal, das Ding hat hier und andere Steine auf der Platte davor, oder? Die sehen ein bisschen anders aus. Kommt mir zumindest davor. Entschuldigung. Das war ein Nieser. Also, das ist weit weg. Und hier bei den beiden kann ich nichts ablegen, ne? Oder kann ich jetzt was ablegen? Nee. Lässt es nicht zu. Komisch. Komisch, komisch, komisch. So, dann machen wir. So, dann würde ich sagen, hol ich erstmal das Zeug. Dazu wollen wir nach Emir. Ach Quatsch, ich will ja Schnellreise nach Emir. Die Slingtot-Säfte sind hier hinten, da brauche ich aber die andere Waffe für. Weil mit dem Gewehr baller ich die zu schnell weg. Naja, hier 5. Jetzt wird doch mal angezeigt, wie viele ich brauche, ne? Und fertig. So. Die sollen wieder zum Lager. Ach guck mal, der ist mir jetzt hier auch so schnell dahin gefolgt. Wie gebeamt. Was können wir noch machen? Wir können. Was war das andere, was ich besorgen soll? Die. Ach, das ist das, was ich in Kizar bekomme. Obwohl ich komischerweise hier sagt er mir, ich könnte das ab. Vielleicht muss die aktiv sein. Warte mal, probieren wir das mal kurz aus. Also, auf nach Palana. Kopf hoch her. Wie du siehst. Nee, ich wollte nicht mit dir reden. Bis spät. So, das hat funktioniert. Ah nee, das sind ja die Hazard. Das ist was anderes. Ach so, hierhin sollen die. Na gut, okay. Gut, die werden jetzt hergestellt. Das heißt, wir ziehen weiter und besorgen. Muss ich noch mehr von dem Scheißsaft sammeln? Das ist jetzt ein Witz? Das ist doch. Das kann nicht sein. Nee, ernsthaft. Aber er hat doch gesagt. Also warum sagt er nicht einfach 10? Was soll der Quatsch? Ah ne, warte mal, falsche Waffe. Ah, das blöde Gewehr.
sicherheitshalber noch einen mitnehmen. So, das waren wieder genug. Dann beamen wir uns zurück. Gott sei Dank sind die Ladezeiten nicht so lang. Kann ich mich gleich bei dem anderen oben auf dem Berg auch heilen lassen. Hey, meine... Kannst du mein... Ein Scham... Bis spät. Ich? Danke. Das sind die hier oben. Kopf hoch, Herr. Nein, ich wollte nicht mit dem reden. Dieser Mo. Ja. So, jetzt aber. Blaues Helidium. Davon kann man nie genug haben. So. Dann können wir. Hier, das wird jetzt hergestellt. Weihrauch wird auch hergestellt. Und das Phantasma führen. Aber muss ich dazu... Brauche ich dazu was? Also, ich probiere es mal mit dem Eloy-Phantasma aus. Gute Arbeit, Herax. Ich brauche nur Hazardaf, um die Geister zu ihrem Darosham zu führen. Ach so, nee, jetzt habe ich das Zeug. Hm, wie okay. Du siehst. Wie soll ich dieses Hazardaf einsetzen? Verteile es bei einem verirrten Hazardess, dann folgt er dir. Aber gehe schnell zu deinem Ziel, denn der Weihrauch ist unbeständig und verbrennt mit der Zeit. Komm zu mir, falls er dir ausgeht. Ach, diese Folgen, Funktion haben sie auch relativ oft. Also diese Mechanik. Ach, guck mal, noch ein Tagebuch gefunden. Ah, das ist blauer. Hey, hörst du mich? Oh, der folgt doch ganz gut. Aber sag mal, wenn ich den jetzt aus anderen Orten bis hierher geleiten muss, das kann ja mitunter ewig dauern. Aber das Ding ist schnell, ne? Also das macht hier... Wahrscheinlich kann ich mit dem auch Vollgas geben. Nicht wie mit der Insektenkönigin vorhin. Oder ich muss es vielleicht sogar. Guck mal, wie hübsch. Das hat funktioniert und hier ist gleich ein neuer Gesprächspartner. Hey, ich bin Carter Slade. Ich dachte immer, mein Name sei komisch, doch du übertriffst mich, Pilger. Ich bin O'Day. Verbringst du viel Zeit mit Herax? Nicht wirklich. Er ist ein Langweiler. Ich gehe ihm in letzter Zeit aus dem Weg. Du redest nicht mit ihm? Wie regelt ihr dann eure spirituellen Angelegenheiten? Per E-Mail? Du kennst E-Mail? Er war einer meiner Lehrlinge, doch bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage kann ich mir leider keine zwei Lehrlinge erlauben. Also habe ich Ermos geschickt, meinen anderen Lehrling. Soll er sich mit Herax Schwarzmalerei herumschlagen? Allerdings habe ich ihn seit ein paar Monaten nicht gesehen, seit er mit Herax gesprochen hat. Dir ist nicht aufgefallen, dass er weg ist?
Er könnte sich bloß verstecken, um nicht arbeiten zu müssen. Wäre nicht das erste Mal. Wenn du Herak siehst, frag ihn bitte, ob er weiß, wo Ermos steckt. Mein Lehrling muss auf das Darosham aufpassen, falls einer dieser wildpinkelnden Pilger aufkreuzt. Was machst du so, Odey? Ich bin der Hüter des Elue Daroshams. Falls du dein Leben beenden willst, bist du am richtigen Ort. Zur falschen Zeit. Das Darosham ist derzeit geschlossen. Wozu dient das Elue Darosham? Oh, ein Wissbegieriger. Wie spannend. Nun, manche Talaner kommen zu den Daroshams, wenn sie beschlossen haben, ihr Leben zu vollenden. Talaner mit dem Elue-Phantasma kommen hierher zum Elue-Darosham, um zurück zum Wasser umzukehren, von dem sie kamen. Doch da das Darosham geschlossen ist, sind ihre Hazardesse auf Adelpha gefangen, verirrt und leidend und können nicht zu den Yords. In gewisser Weise wollen die Yords, dass ich euer Darosham in Ordnung bringe. Was stimmt nicht damit? Was damit nicht stimmt? Hast du auf dem Weg hierher den See gesehen? Bei den Yords, ich weiß nicht, wie viele Pilger ich dabei erwischt habe, wie sie in den See uriniert haben. Ihr Reisenden kommt hierher, trinkt eine Menge Wasser, lauft dann zum See um Yord verdammt. Schon gut, beruhig dich. Ich hab nicht in den See gepinkelt, okay? Warum sagst du mir nicht, was das echte Problem ist? Das ist nicht bloß ein See. Hallo? Er ist das Elue Darosham, das heilige Tor, das unsere materielle Welt mit dem ewigen Reich der Yords verbindet. Die Invasoren verpesten es mit ihrem Abfall und entwürdigen sein Phantasma. Wenn ich sie aufhalte, entspannst du dich dann? Ja, ich werde entspannen. Zweimal, dreimal. Du findest sie in ihrer fauligen Festung hinter dem See. Aber... Aber was? Sprich mit mir, Odey. Selbst wenn du die Verschmutzung stoppst, ist der Elue-Kodex noch weit von Palana entfernt. Der Kodex ist die Quelle der Kraft des Darosham's. Oh, ich habe aber schon, was du brauchst. Dann finde ich diesen Kodex und bring ihn... Bei den Yods, ja. Er besitzt genug spirituelle Energie. Ja gut, okay, das wissen wir jetzt hier. Als das Darosham geschlossen wurde, ließ unser Häuptling Rumba... Das wissen wir alles schon. Dann kannst du den Kodex haben hier, genau. Ja, der Elue-Kodex. Und er ist voller Energie. Das heißt aber auch, ich brauche für den Ort noch den letzten, den letzten Tempel, also den von ganz von Anfang. Falls du Bedenken hast, verstehe ich das. Vor so einer wichtigen Entscheidung solltest du mit Herax sprechen. Mich beschleicht dieses seltsame Gefühl, dass ich auf eurem Planeten bereits einige Male umgekehrt bin. So wie wir alle. Darum geht es ja, Pilger. Was hat es mit diesem Ort auf sich? Das Dorf Palana steht auf den Wurzeln der Phantasma-Rebe. Wenn ein Talaner sein Leben vollenden will, unternimmt er eine Pilgerfahrt an diesen heiligen Ort. Warum kehrt ihr nicht einfach zu Hause um, in eurem eigenen Bett mit Blick auf den Fernseher oder so? Guck nie einen Fernseher an, du Narr. Und bring auch keinen nach Hause, sonst verbrennst du dir die Augen. Du scheinst verwirrt zu sein, Pilger. Du solltest den Rat von Herak suchen, unserem Zeremonienmeister. Na gut, manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu bemüht. So. Ja gut, die Nebengeschichten brauche ich, glaube ich, jetzt für das hier nicht. Das heißt, ach guck mal, da hinten lassen sie wahrscheinlich sogar gerade Müll ab. Schweine. Und da ist auch eine Basis. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge die Basis kaputt und schauen mal, dass wir die anderen Quests hier im Ort erledigen. Ja, bis denn. Tschüss.